Hey Leute, willkommen zurück. Heute zeige ich euch, wie man einen sicheren Arbeitsraum einrichtet. In erster Linie geht es darum, wenn man einen Server betreibt zum Beispiel und den Spielern die Möglichkeit geben möchte, in Ruhe zu arbeiten bzw. ihre Materialien zu verarbeiten, sowie zum Beispiel Sachen einzuschmieden und in der Werkbank zu arbeiten, ohne dass man von anderen Spielern gegrieft wird, dann ist dieser Raum eine gute Möglichkeit. Ihr seht das schon hier, ich habe es mit einem Mechanismus von einer Druckplatte verkabelt, beziehungsweise benutze ich den Mechanismus von einer Druckplatte. Und wie man das aufbaut, zeige ich euch jetzt. Um einen Safe Room zu bauen, benötigt es nicht wirklich viel Material. Wir brauchen ein elektrisches Eisentor. Das kann man in der Werkbank bauen. Ein Stahlgaragentor. Ein Drahtwerkzeug und eine Stromquelle. Als Sensor werden wir die Druckplatte benutzen. Fangen wir mit dem Tor an. Das Tor hat kein negatives invertiertes Signal, deswegen werden wir das ganz einfach machen. Wir platzieren das so her, dass es nach innen schaut. Blöcke könnt ihr ganz nach eurer Wahl nehmen. Ich nehme jetzt einmal kugelsicheres Glas. Das baue ich so auf. Daraus mache ich noch eine Wand. So, und wie ihr hier jetzt schon seht, kann man hier auf der Seite vorbeigehen. Dieser Spalt hier muss offen bleiben. Dann können wir hergehen, platzieren mittig im Raum den Sensor, also in dem Fall die Druckplatten. Verbinden diese mit der Stromquelle. Und die Stromquelle mit dem elektrischen Garagentor. Ich werde jetzt mal umstellen von ausgelöst auf immer. Das heißt, sobald ich hier drauf steige, bleibt das Tor offen. Und ich kann hier von der Seite nicht mehr hineingehen. Was wir jetzt natürlich machen ist, wir bauen hier den Eingang vorne zu. Was zur Folge hat, dass wir hier nicht mehr hinein können. Stellen wir die Druckplatte einmal um auf ausgelöst. Das bedeutet, immer wenn hier gerade niemand herinnen ist in diesem Raum, sind die Türen zu. Beziehungsweise man kann den Raum von der Seite aus betreten. Und sobald jemand den Raum betritt und auf die Druckplatte steigt, gehen die Türen auf. In dem Fall eben zu. Das bedeutet, dass das hier ein sicherer Raum ist. Insofern keine Lücken irgendwo entstehen, wo ein anderer Spieler durchluchsen kann, sollte es anderen Spielern nicht möglich sein, hier hineinzukommen. Natürlich bedarf es hier jetzt noch einer Decke. Und hier könnt ihr für andere Spieler einen Safe Room einrichten, sozusagen einen Arbeitsraum, wo sie problemlos in ihren Schmieden die verschiedenen Sachen einschmelzen können, beziehungsweise in den Werkbanken bauen können, ohne Angst zu haben, dass jemand anders kommt und die Sachen einfach rausstiehlt. So, ich habe den Werkraum eingerichtet. Hier mit Chemstation, Werkbank, alles, was man braucht, um in den ersten Tagen gut voranzukommen. Dies ist natürlich gut für die Spieler, damit sie hier in Ruhe arbeiten können, ohne dass sie vielleicht von anderen Spielern gegrieft werden. Solange sie auf diesen Druckplatten draufstehen, sind sie doch relativ sicher, sage ich jetzt einmal. Einziger Unterschied natürlich, wenn Sie sich ausloggen oder der Server neu startet, dann ist es natürlich so, dass beim Reboot hier auf der Platte niemand draufsteht und dementsprechend sind die Geräte frei zugänglich. Außerdem habe ich die Kabel etwas unter der Erde verlegt. Ich finde das wesentlich ansprechender,
als wenn man die Kabel irgendwo sieht. Wenn euch das interessiert, ihr könnt auch gerne mal auf meinem Live-Server vorbeischauen unter thehellsgate.eu. Link findet ihr natürlich auch unten in der Beschreibung. Dann könnt ihr euch das Ganze auch in Real Life anschauen. Also virtuelles Real Life im 7 Days. Wenn ihr immer up to date bleiben wollt, dann schlagt auf die Glocke und lasst mir einen Kommentar da, wenn ihr noch ein paar Fragen habt. Ich bin immer sehr überrascht. Und natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch abonniert, damit ihr immer auf dem neuesten Stand bleibt, wenn ich wieder ein paar neue Videos hochlade. Danke.